The Chantry teaches us that it is the hubris of men which brought the Darkspawn into our world. The plan will work, Your Majesty. Of course it will. The Blight ends here. Ihr meint. Ihr seid es. Nein, bleibt weg von mir. Grauer Wächter oder nicht, ich werde euch erschlagen. Ich bin eine Magierin des Zirkels. Viel wichtiger ist, warum ihr hier seid. Die Templer lassen doch nicht einfach jeden durch. Und vermutlich wurde euch gesagt, dass der Zirkel zu dieser Hilfe derzeit nicht in der Lage ist. Warum haben euch die Templer dann reingelassen? Wollen sie jetzt den Turm angreifen? Gregor glaubt demnach, dass für den Zirkel keine Hoffnung mehr besteht. Vermutlich denkt er, wir wären bereits alle tot. Sie haben uns unserem Schicksal überlassen. Aber selbst eingesperrt in der Falle haben wir überlebt. Wenn sie allerdings das Recht umsetzen, werden wir uns nicht mehr behaupten können. Kurz gefasst gab es hier so eine Art Aufstand, angeführt von einem Magier namens Aldred. Nach seiner Rückkehr von der Schlacht bei Ostaga hat er versucht, den Zirkel zu übernehmen. Wie ihr seht, ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Ich weiß nicht, was aus Aldred wurde, aber er steckt sicher hinter allem. Ich werde den Zirkel nicht dem Stolz und der Dummheit eines einzigen Mannes opfern. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Sobald Gregor sieht, dass wir den Turm gesichert haben, wird er seine Männer bestimmt zurückrufen. Er ist durchaus vernünftig. Petra und Kinnan bleiben bei ihnen. Wenn wir alle Monstren erschlagen, denen wir unterwegs begegnen,
kommt keines zu den Kindern durch. Wir sollen dieser Salbar dann den Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Dann hätte ich mich aber schon vor Jahren von der Spitze dieses Turms gestürzt. Ich würde meinen Körper und meinen Geist nie derart versklaven und entmenschlichen lassen. Wie ihr meint. Petra, Kinnan, kümmert euch um die anderen. Ich bin bald wieder zurück. Wynn, seid ihr dazu auch in der Lage? Ihr seid bereits schwer verwundet. Vielleicht sollte ich mitkommen. Die anderen brauchen euren Schutz dringender. Ich schaffe das schon. Bleibt hier bei ihnen. Sorgt für Sicherheit und Ruhe. Euer Selbstvertrauen ist erfrischend. Doch solltet ihr darauf achten, dass es euch nicht den Blick auf eure Schwächen verstellt. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Da sind wir. Ich bin beinahe selbst überrascht, dass ich sie so lange aufrechterhalten konnte. Manchmal war ich sehr erschöpft, aber ich musste stark bleiben, um uns schützen zu können. Seid auf alles vorbereitet. Ich weiß nicht, was für Bestien hinter der Barriere lauern. Seid ihr bereit? Also gut. Alle auf Posten. Ihr meint.
ihr meint. Ich werde es tun. Wird erledigt. Bitte geht nicht in den Lagerraum. Es herrscht völlige Unordnung und ich konnte ihn noch nicht vorzeigbar machen. Ich heiße Owain und verwalte das Magielager des Zirkels. Ich wollte aufräumen, konnte aber nicht viel ausrichten. Ich wollte gehen, als es ruhiger wurde, bin aber auf die Barriere gestoßen. Ich fand keinen anderen Ausweg, also kehrte ich zurück an die Arbeit. Owain, ihr hättet etwas sagen sollen. Ich hätte die Tür für euch geöffnet. Der Lagerraum ist mir vertraut. Ich bin lieber hier. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Und den Turm hätte ich auch gerne so wie vorher. Vielleicht kann uns Nile ja alle retten. Nile, der Magier. Er war mit einigen anderen hier und hat die Litanei von Adrella mitgenommen. Aber das ist ein Schutz vor Gedankenkontrolle. Ist hier Blutmagie am Werk? Ich weiß es nicht. Nile war bei dem Treffen. Er weiß es sicher. Blutmagie. Das hatte ich befürchtet. Blutmagie kann auch uns kontrollieren. Und wer weiß, was dann passieren würde. Wir sollten Nile suchen. Mit der Litanei haben wir im Kampf gegen die Blutmagier zumindest eine Chance. Viel Glück. Vielleicht ist es bald vorbei und alles wird wieder so wie vorher. Lebt wohl. Bitte, bitte tötet mich nicht. Ich weiß, ich habe kein Recht, Gnade zu erbitten, aber ich wollte keinesfalls Tod und Zerstörung auslösen. Wir wollten uns nur befreien. Aldred sagte, der Zirkel unterstütze Loghain und der würde uns helfen, uns von der Kirche zu lösen. Ihr wisst nicht, wie es hier war. Die Templer haben uns ständig beobachtet. Ständig beobachtet. Sie war nur Mittel zum Zweck.
Sie gab mir die Macht, für meine Überzeugung zu kämpfen. Für seine Überzeugung zu kämpfen ist lobenswert, aber der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Das glaubt ihr doch nicht wirklich, Wynn, oder? Veränderung kommt selten friedlich. Andraste hat dem Reich den Krieg erklärt und nicht nur einen geharnischten Brief geschrieben. Sie hat die Zivilisation neu geformt, die Sklaven befreit und uns die Kirche gegeben. Aber Menschen sind dafür gestorben. Wir dachten, jemand muss den ersten Schritt machen, die Veränderung um jeden Preis erzwingen. Was ihr diesem Ort angetan habt, ist es nicht wert. Jetzt ist Aldred wahnsinnig und wir sind alle verstreut und dem Tod geweiht. Gefällt euch jene, die unsere Fehler wieder gut zu machen trachten? Aber ich will eine Chance, das alles wieder gut zu machen. Bitte, wenn ihr mich verschont, kann ich fliehen und bei der Kirche um Sühne nachsuchen. Sie würden euch nicht aufnehmen, sie sind da sehr wählerisch. Dirnen und Mörder jederzeit, aber Malefica? Niemals. Eure Worte belegen eure Unkenntnis, Alistair. Die Kirche nimmt jeden auf, egal was er getan hat. Nun, dann meint ihr wohl eine gänzlich andere Kirche. Denn die, die ich kenne, würde nicht zögern, ihr das Schwert der Gnade ins Herz zu stoßen. Ich will nur mein Leben. Bitte. Ich finde einen Weg. Bitte. Ich schwöre, ich werde etwas Gutes aus meinem Leben machen. Danke. Der Erbauer wird dafür sicher wohlwollend auf euch herabblicken. Hier ist bereits mehr Wissen verloren gegangen, als jemals jemand besessen hat. Das ist traurig. Hallo? Niemand! Ein Nichts. Völlig harmlos. Lasst mich bitte allein. Aber die Dämonen. Wenn ihr sicher seid, könnte ich mal einen Blick riskieren? Oh! Oh! Ja. Ich hab mir den Hals verrenkt und mein Hintern ist eingeschlafen. Oh, heiliger Erbauer, seht nur! Diese Dämonen wussten wohl gar nicht, was sie erwischt hat. Godwin, Magier beim Zirkel von Ferelden, zu euren Diensten. Nicht so sehr, wie ich über euer Eintreffen erfreut bin. Überall waren Dämonen, die mir den Ausgang versperrten. Ich dachte, es sei am besten, mich irgendwo zu verstecken und mucksmäuschen still zu bleiben. Ich will irgendwo in Sicherheit sein. Vorläufig bleibe ich einfach hier oder ich gehe wieder zurück in meinen Schrank. Und wohin? Die Templer haben die Tür verriegelt. Ich bleibe einfach hier und warte ab, was passiert. Nochmals danke, dass ihr mich gerettet habt. Vielleicht sehen wir uns unter weniger lebensbedrohlichen Umständen wieder.
entspricht deinen Wünschen, mein Ritter. Unsere Liebe und unsere Familie übertreffen deine kühnsten Hoffnungen. Hast du was gehört, Schatz? Es ist nichts, Liebling. Nur die Tür. Ich gehe schon. Die Kinder sind mit dem Abendessen fertig. Bring sie zu Bett. Ich sehe nach, wer da ist. Beeil dich! Die Kinder wollen einen Gute-Nacht-Kuss von dir. Es dauert nur einen Moment, Liebling. Ihr unterbricht einen privaten Moment voller Liebe. Ich hasse Unterbrechungen. Glücklich zu sein ist ein Zauber. Ah, in allen Freuden der Sterblichen liegt eine gewisse Macht. Ich habe ihm gegeben, was er immer wollte. Was ist daran schlecht? Gefühle sind niemals greifbar. Ihr könnt sie weder sehen noch berühren. Aber meist werden sie durch reale Ereignisse und Personen ausgelöst. Was ihr ihm angetan habt, ist abscheulich. Ich sah seine Einsamkeit und den Wunsch nach einer Familie, die ihn liebt. Sie lebt von seinen innersten Wünschen und nimmt ihm den Willen. Das ist unheilig. Niemand hätte je sein Herz geschaut. Er kannte es ja selbst nicht. Ich erfülle seine Träume und alle seine Wünsche. Ist er mein Sklave oder bin ich die seine? Wir sind Partner. Ich gebe ihm, was ihm niemand sonst geben kann. Und durch ihn erfahre ich, was es heißt, sterblich zu sein. Welches Glück! Sein bisheriges Leben war leer und er bereut sein Gelöbnis. Dorthin wollt ihr ihn zurückschicken? Ich will nichts von euch. Ich habe, was ich brauche. Ich bitte nur darum, dass ihr uns in Frieden lasst. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Hilfe! Da sind Banditen an der Tür. Sie wollen die Kinder ermorden. Hilfe! An mir kommen Sie nicht vorbei!